Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute Nachmittag zu unserem Webinar. Thema ist heute Covid-Unterstützungsmaßnahmen. Es ist eines von vielen Webinaren, welches wir dieses Jahr Ihnen präsentieren wollen. Wir haben uns vorgenommen, Sie mit monatlichen Webinaren zu servicieren. Wie gesagt, heute starten wir mit Covid-Maßnahmen-Gesetze und wollen dann in weiterer Folge Ihnen steuerliche Themen, aber auch Themen zum Arbeits- und Sozialrecht näher bringen. Und ich wünsche Ihnen speziell für die heutige Veranstaltung alles Gute und viel Vergnügen. Herzlich willkommen, mein Name ist Nicole Lucca. Ich darf Sie durch das heutige Webinar begleiten. Ich bin Senior Consultant bei Gaedtke und Angeringer und leite die Stabsstelle für Rechnungswesen und Controlling im Unternehmen. In letzter Zeit bin ich stark mit den Corona-bedingten Zuschüssen befasst, mit allen Fragestellungen rundherum. Es gibt ja schon einige Instrumente, die uns hier zur Verfügung stehen, mit durchaus auch komplexen Regelwerken dahinter. Daher die Idee für das heutige Webinar. Wir möchten Ihnen einen Überblick über einige ausgewählte Zuschüsse oder Fördermöglichkeiten geben. Wir wollen uns anschauen, welche Instrumente gibt es, welche Instrumente passen für welches Unternehmen und wie kann man diese möglicherweise auch miteinander kombinieren. Vielleicht organisatorisch noch ein Hinweis, wenn Sie Fragen allgemeiner Natur haben, können Sie diese bitte gerne im Chat platzieren. Wir werden diese dann im Anschluss beantworten. Wenn es spezielle Fragen sind oder unternehmensspezifische Fragen sind, würden wir diese gerne per E-Mail beantworten. Gehen wir nun hinein in die Corona-Unterstützungsmaßnahmen und Fristen. Mit welchen Themen werden wir uns heute beschäftigen? Wir schauen uns an den Fixkostenzuschuss 800.000. Dazu im Vergleich noch einmal den Fixkostenzuschuss 1, der ja sozusagen für das vorige Jahr noch zu beantragen ist, wer es noch nicht getan hat. Dann eine Alternative zum Fixkostenzuschuss 800.000 wäre noch der Verlustersatz, den wir uns anschauen. Und dann gibt es zwei ganz aktuell neue Instrumente, die ab morgen beantragbar sein sollen. Das ist der Ausfallsbonus ab Jänner 2021 und der Umsatzersatz für die vom Lockdown indirekt betroffenen Branchen. Was wir uns zum Schluss dann noch anschauen, ist die Investitionsprämie. Da gibt es einige Neuerungen hinsichtlich der Fristen bei der Beantragung. Sie sehen hier eine Übersicht nach mehreren Strömen sozusagen. Ganz links sind die Zuschüsse, die also die Fixkosten decken sollen, eben Fixkostenzuschuss 1. Dieser ist noch beantragt bis zum 31.08.2021. Der Fixkostenzuschuss 800.000 quasi beantragbar bis zum 30.06.2021 für die erste Tranche, also die ersten 80%, und für die zweite Tranche dann bis zum 31. Dezember diesen Jahres. In der zweiten Linie sehen wir Umsatzersätze. Der erste Umsatzersatz für die Monate November und Dezember 2020 hier, also die Beantragungsfrist schon abgelaufen, betrifft also jene Branchen, die also direkt von den Schließungen aufgrund des Lockdowns betroffen waren. Neu eben, wie schon angekündigt, der Umsatzersatz 2. Hier geht es also um die indirekt vom Lockdown betroffenen Branchen. Einfaches Beispiel dazu, ein Zulieferbetrieb für die Gastronomie oder für die Hotellerie oder ein Veranstaltungstechniker. Dieser Umsatzersatz 2 soll ab morgen beantragbar sein, ab 16.02.2021 und bis zum 30.06.2021 laufen. Ein weiterer Zuschuss bildet der Ausfallsbonus, auch ab morgen beantragbar. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus zum einen Fixkostenzuschuss oder Vorschuss für den Fixkostenzuschuss und einem echten Umsatzersatz. Und dann haben wir rechts oben noch die Investitionsprämie. Hier ist also besonders wichtig, dass die Frist für die Beantragung mit Ende diesen Monats
ausläuft hinsichtlich der ersten Maßnahmen und des Durchführungszeitraums gibt es hier allerdings eine Erstreckung. Ja, beginnen wir mit dem Fixkostenzuschuss. Wie gesagt, wir haben also diese zwei Säulen. Der Fixkostenzuschuss soll dazu dienen, den wirtschaftlich entstandenen Schaden aufgrund der Covid-Pandemie einzudämmen, verringern. Steht hier also in diesen zwei Modellen zur Verfügung. Der Fixkostenzuschuss 1 steht uns quasi ab dem ersten Lockdown ab 16.03.2020 bis zum 15.09.2020 zur Verfügung, wobei wir hier eben für drei zusammenhängende Monate einen Antrag stellen können. Der Fixkostenzuschuss 800.000 schließt dann sozusagen ab dem 16.09.2020 an und ist dann für einen Zeitraum von bis zu 9,5 Monaten beantragbar bis zum 30.06.2021. Ich habe kurz skizziert, wie sich diese beiden Instrumente voneinander unterscheiden oder was sie gemeinsam haben. Beim Fixkostenzuschuss 1 war es so, dass der Umsatzausfall zumindest 40% betragen musste. Hier ist man also mit der neuen Variante sozusagen etwas niedriger gegangen mit dem Umsatzausfall. Hier sind es mindestens 30%. Oh ja. Beim Fixkostenzuschuss 1 waren eben nur bis zu drei zusammenhängende Monate beantragbar und beim Fixkostenzuschuss 800.000 sind das jetzt bis zu 10 Betrachtungszeiträume oder eben 9,5 Monate in bis zu zwei Blöcken. Beim Fixkostenzuschuss 1 war es so, dass der Zuschuss gestaffelt war, 25, 50 oder 75%, je nach Höhe des Umsatzausfalles. Beim Fixkostenzuschuss 800.000 ist es eben so, dass der Umsatzausfall sozusagen auch den Prozentsatz für den Zuschuss der Fixkosten vorgibt. Das heißt, wir haben hier also einen Zuschuss von bis zu 100% der Fixkosten. Beantragbar war der Fixkostenzuschuss 1 in drei Tranchen. Der Fixkostenzuschuss 800.000 wird jetzt in zwei Tranchen behandelt. Was auch neu ist, ist für Unternehmen, die einen Umsatz von weniger als 120.000 Euro im letztveranlagten Jahr lukriert haben, die können einen pauschalen Fixkostenzuschuss von 30% beantragen. Das heißt, man erhält 30% von eben maximal 120.000 Euro. Das sind 36.000 Euro Fixkostenzuschuss im Maximum. Was auch neu ist, ist, wir haben eine Ausweitung des Fixkostenbegriffes, betrifft vor allem den Bereich der Abschreibung, des Leasings oder auch der Geschäftsführerbezüge. Was sind jetzt Fixkosten im Sinne der Richtlinie? Ich habe also hier angeführt einige Beispiele, die jetzt für den Fixkostenzuschuss 800.000 zutreffen. Das sind unter anderem Miete und Pacht, Betriebskosten, Strom, Gas, Energie, Heizkosten, Telekommunikationsaufwendungen, Internet, betriebliche Versicherungsprämien, die Sie haben, Zinsaufwendungen für Kredite und Darlehen. Hier ist bitte wichtig, es geht wirklich immer nur um die Zinsen und nicht um das rückgeführte Kapital. Wir haben Lizenzgebühren, die wir ansetzen können. Und eben neu, wir können die Abschreibungen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zum Ansatz bringen, wenn diese Wirtschaftsgüter vor dem 16.09.2020 angeschafft wurden oder wenn sie vor Beginn des Betrachtungszeitraumes, den man für den Fixkostenzuschuss wählt, in Betrieb genommen wurden. Auch die Leasingraten sind hier relevant. Bitte beachten Sie nur, wenn Sie beispielsweise Kfz-Leasingraten ansetzen, dass Sie etwaige Luxustangenten hier auch berücksichtigen. Es gibt frustrierte Aufwendungen oder endgültig frustrierte Aufwendungen, die hier angesetzt werden können. Und zwar sind es Aufwendungen, die Ihnen entstanden sind, die das Ziel hatten, einen Umsatz zu generieren in der Zeit, des Lockdowns und die dann sozusagen Bestellungen, die nicht rückgängig gemacht werden konnten, die können hier also auch voll berücksichtigt werden. Der Unternehmerlohn, der war schon beim Fixkostenzuschuss 1 ansetzbar.
Bemessungsgrundlage ist der steuerliche Gewinn des letztveranlagten Jahres. Dieser lag eben bei mindestens 666 Euro und bei maximal 2.666,67 Euro. Das heißt, hier haben wir also eine Abhängigkeit des steuerlichen Gewinnes aus dem letztveranlagten Jahr. Ja, und neu im Fixkostenzuschuss 800.000 sind eben die Geschäftsführerbezüge von Gesellschaftergeschäftsführern. Eben wenn diese nicht ASVG versichert sind, können diese ebenso bis zu einem Höchstbetrag von 2.666 Euro angesetzt werden. Personalkosten, die aufgrund von Stornierungen entstehen oder auch für den Erhalt des Mindestbetriebes erforderlich sind, können hier auch angesetzt werden. Bitte immer nur Personalkosten ohne Lohnnebenkosten ansetzen und die Kurzarbeit ist hier natürlich auch außen vor. Ja, der Wertverlust der verderblichen Ware, wenn dieser zumindest 50% beträgt, kann hier angesetzt werden. Natürlich in der Gastronomie erforderlich, wo eingekaufte Waren nicht mehr verbraucht werden konnten. Aber auch saisonale Ware, die einen Wertverlust von mindestens 50% erfährt, kann hier angesetzt werden. Dann gibt es noch einen großen Block der sonstigen Zahlungsverpflichtungen. Das sind also wiederkehrende Zahlungen, die immer ganz unabhängig von der Auslastung bei Ihnen anfallen. Das sind beispielsweise Ihre laufenden Buchhaltungskosten, die Kosten für den Jahresabschluss, alle quotiert dann auf die Monate des Betrachtungszeitraumes. Hier vielleicht ein kleiner Sidestep zur Betrachtung Aufwand-Ertrag. Wir haben also beim Fixkostenzuschuss grundsätzlich das Prinzip Aufwand-Ertrag. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine gestundete Miete haben, beispielsweise für die Monate November, Dezember, weil Ihr Betrieb geschlossen werden musste und diese Miete wird dann für ein halbes Jahr gestundet, dann können diese hier dennoch für den Fixkostenzuschuss angesetzt werden. In dem Zusammenhang Miete auch wichtig, Sie haben die Verpflichtung, schadensmindernd zu agieren, da kommen wir noch im Detail dazu. Aber vergessen Sie nicht, diese Aufwendungen eben nach dem Aufwand- und Ertragsprinzip hier anzusetzen. Das gilt auch für Einnahmen-Ausgabenrechner, die grundsätzlich ja nach dem Zu- und Abflussprinzip ihre Bücher führen. Hier ist es so, dass das auch möglich ist nach Zu- und Abfluss, aber eben diese Aufwendungen, die laufenden, die man hat, sonst eben hier nicht unterbringt und deswegen eben auch auf das Prinzip Aufwand und Ertrag setzen sollte. Ja, worauf ist besonders zu achten beim Fixkostenzuschuss 800.000? Wie schon erwähnt, die Schadensminderungspflicht. Das heißt, Sie müssen Maßnahmen setzen, die Ihnen zumutbar sind, um die Fixkosten zu reduzieren. Wann ist eine Maßnahme zumutbar? Immer dann, wenn die Auflösung eines Vertragsverhältnisses ohne weiteres Risiko eines Rechtsstreits möglich ist. Nicht zumutbar ist es natürlich, wenn die Aufwendungen für Sie oder die Vertragsverhältnisse betriebsnotwendig sind. Auch die vorübergehenden Schließungen sind nicht schädlich für den Fixkostenzuschuss. Eine Schließung kann ja auch eine natürlich extreme Maßnahme sein, um den Schaden zu minimieren. Gerade bei den Mieten ist es sehr wichtig. Der Fixkostenzuschuss verlangt sozusagen, dass man versucht, die Miete zu reduzieren oder dass man zumindest den Vermieter auffordert, dies zu tun. Und wenn er dem nicht nachkommt, dann empfiehlt es sich jedenfalls, dem Vermieter ein Schreiben zukommen zu lassen, wo man erklärt, dass die Miete nur unter Vorbehalt der Rechtslage bezahlt wird. Und hier ist es also sehr wichtig, auch jetzt in Prüfungen, die wir also aus der Praxis schon kennen, dass man das auch belegen kann, dass man hier also wirklich ein Schriftstück, eine Korrespondenz in der Schublade hat. Mit dem Fixkostenzuschuss 800.000 sind natürlich auch Beschränkungen verbunden. Zum einen der Erhalt der Arbeitsplätze, also Kündigungen wären hier jedenfalls schädlich, gilt nicht für einvernehmliche Auflösungen. Und wenn wir jetzt im Fall der Kapitalgesellschaft sind, gibt es keine Ausschüttungen im Zeitraum 16.03.20 bis 30.06.21.
2021 und danach dann bis Jahresende spricht der Fixkosten, die Richtlinie des Fixkostenzuschusses von einer maßvollen Dividendenpolitik. Das heißt also hier ganz wichtig, darauf zu achten, dass eben keine Kündigungen ausgesprochen werden und dass keine Ausschüttungen erfolgen. Ja, die Obergrenze des Fixkostenzuschusses ist, wie der Name sagt, momentan 800.000 Euro. Es gibt seitens der EU bereits eine Erweiterung des beihilferechtlichen Rahmens. Vielleicht nur ganz kurz zur Erläuterung. Die 800.000 ist der Höchstbetrag, den die österreichische Bundesregierung selbstständig bestimmen konnte. Und alles, was quasi darüber hinausgeht, wird von der EU reglementiert. Da gibt es jetzt die Zusage, dass dieser Rahmen erhöht werden kann auf bis zu 1,8 Millionen Euro, ist aber national in den Richtlinien noch nicht angepasst. Ja, was ist dieser Höchstgrenze gegenzurechnen? Wir haben ja auch gehört, es gibt den Lockdown-Umsatzersatz für November und Dezember, also für die geschlossenen Betriebe und dann in weiterer Folge für die indirekt betroffenen Betriebe. Die sind diesem Höchstbetrag entgegenzurechnen. Gleichsam die 100% Haftungen für Überbrückungskredite bei der AWS und bei der ÖHT. Also hier muss man wirklich unterscheiden, handelt es sich um einen 80-prozentigen, 90-prozentigen oder eine 100-prozentige Haftung. Und es sind hier also nur die 100-prozentigen Haftungen heranzuziehen. Und etwaige Zuwendungen von Gemeinden, Bundesländern sind hier auch in Abzug zu bringen. Das heißt, wenn wir von diesen 800.000 Euro ausgehen, in einem Beispiel, man hat eine AWS-Garantie von 200.000 Euro, einen Umsatzersatz für die Monate November und Dezember von 350.000 Euro, dann bleibt noch ein Delta von 250.000 Euro für den Fixkostenzuschuss oder eben entsprechend mehr nach Ausweitung dieses Rahmens. Ja, was gibt es noch zu beachten? Der Umsatzersatz und der Fixkostenzuschuss, die können natürlich nicht parallel gewährt werden. Das heißt, wenn man für den November einen vollen Umsatzersatz erhalten hat, sprich den ganzen November geschlossen war, dann hat man hier also keinen Anspruch auf den Fixkostenzuschuss. Ist es aber so, dass Ihr Unternehmen beispielsweise im Handel angesiedelt ist, der ja ab der zweiten Novemberhälfte geschlossen war, dann kann man anteilig für die erste Novemberhälfte sehr wohl diesen Fixkostenzuschuss beantragen. Technisch macht man das dann so, dass man die Fixkosten für den November berechnet und dann durch die Tage des Novembers, das sind 30, dividiert mal der Tage, an denen Ihr Geschäft offen war. Und so kommt man dann zum Fixkostenzuschuss November. Der Zeitraum des Fixkostenzuschusses ist ja ein relativ langer. Wir haben 9,5 Monate, was uns natürlich in die Situation bringt, dass wir hier nicht immer Ist-Zahlen zur Verfügung haben werden. Das heißt, wenn man beispielsweise aufgrund von Liquiditätsengpässen gezwungen ist, den Fixkostenzuschuss schon vorab zu beantragen, dann muss man natürlich eine Prognoserechnung erstellen. Wir haben jetzt Februar, das heißt, uns werden von September bis Jänner schon Ist-Daten aus der Buchhaltung vorliegen und bis zum 30.06. wird man hier dann in den Forecast gehen müssen und die Umsätze entsprechend planen und auch die Fixkosten. Die Umsätze werden immer im Vergleich gesetzt zum Wirtschaftsjahr 2019. Das heißt, das Jahr 2020 wird hier also komplett ausgeklammert und auch beispielsweise Jänner, Februar, die ja im Jahr 2020 noch nicht von Covid betroffen waren, werden hier ausgeklammert und man greift immer zurück auf Jänner, Februar 2019. Das heißt, hier hat man also schon die Herausforderung, eine Planungsrechnung zu erstellen und kann dann eben diese erste Tranche beantragen. Wichtig ist auch zu bemerken, dass es hier wirklich darauf ankommt, die richtigen Betrachtungszeiträume zu wählen. Das heißt, man muss sich anschauen, wo ist der Umsatzausfall am größten
und kann dann nicht einzelne Monate herauspicken, sondern muss eben in maximal 2 Blöcken beantragen. Das heißt, ich kann beispielsweise von September bis Oktober beantragen und dann wieder von Februar bis Juni, als Beispiel. Gleich überleitend zu den richtigen Betrachtungszeiträumen, was ist das richtige Mittel für mich, um meine Fixkosten zu decken? Wir haben ja die Alternative, den Verlustersatz anzuwenden. Hier sind wir mit der Höchstgrenze schon bei 3 Millionen oder momentan 3 Millionen für die ungedeckten Fixkosten, also für Unternehmen, die sehr hohe Fixkosten und möglicherweise auch höhere Verluste einfahren, ist das sicherlich das bessere Instrument. Die Rahmenbedingungen sind ganz ähnlich wie beim Fixkostenzuschuss. 800.000, ich muss mindestens einen Umsatzausfall von 30% haben. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Es gibt nur einen sozusagen zusammenhängenden Block, den ich hier beantragen kann. Ausnahmen, das gilt auch bitte für den Fixkostenzuschuss. 800.000 ist der Lockdown-Umsatzersatz, der wird also nicht als Unterbrechung in diesem Zusammenhang gewertet. Was ist der Ausgangspunkt beim Verlustersatz? Es ist der Verlust des Unternehmens in den einzelnen Betrachtungszeiträumen oder in den einzelnen Monaten. Der ermittelt sich nach einem vorgegebenen Schema. Ich habe also grundlegend Erträge minus Aufwendungen und die Erträge betreffen eben Umsätze aus Waren- und Leistungserlösen, Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge mit einigen Ausnahmen, beispielsweise Erträgen aus Anlagenverkäufen. Ja, bei den Aufwendungen ist es so, dass also alle steuerlich abzugsfähigen Betriebsausgaben angesetzt werden können, mit Ausnahme außerplanmäßiger Abschreibungen und wiederum Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen, die entstanden sein könnten. Was kürzt den Verlust? Den Verlust kürzen Beteiligungserträge, Versicherungsentschädigungen, die Sie erhalten haben, Zuwendungen von Gebietskörperschaften, die also jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Covid-19-Krise gewährt werden, die Kurzarbeitszuschüsse, sprich die Personalaufwendungen werden wahrscheinlich im Vorhinein schon um die Kurzarbeit reduziert und was noch abgezogen wird, sind die Entschädigungen nach dem Epidemiegesetz. Ja, die Höhe des Verlustersatzes richtet sich nach Größe des Unternehmens. Grundsätzlich sind es 70% Ersatzrate, die man für den Verlust erhält. Für Klein- und Kleinstbetriebe ist es eine Ersatzrate von 90%. Von Klein- und Kleinstbetrieben spricht man bei einer Mitarbeiterzahl von maximal 50 und Jahresumsatz oder Bilanzsumme von maximal 10 Millionen Euro. Ja, die Höhe des Verlustersatzes ist momentan eben mit 3 Millionen Euro gedeckelt. Keinen Verlustersatz gibt es, wenn man den Fixkostenzuschuss 800.000 beantragt. Also hier haben wir entweder oder. Man kann aber nach Beantragung des Fixkostenzuschusses 800.000, solange die zweite Tranche noch nicht beantragt wurde, hier auch umsteigen in den Verlustersatz. Also der Wechsel ist hier möglich. Auch kann es der Fall sein, dass Sie im Nachgang feststellen, dass der Umsatzersatz, den Sie erhalten haben, weniger gewesen wäre als der Zuschuss, den Sie beim Verlustersatz oder Fixkostenzuschuss erzielen konnten. Auch dann kann man den Umsatzersatz rückführen und eines dieser beiden Instrumente beantragen. Also hier sind wir zum Glück noch relativ flexibel in der Gestaltung und man muss sich sozusagen nicht mit der Erstbeantragung festlegen. Ja, die Beantragung des Verlustersatzes ist ausschließlich durch den Steuerberater möglich. Beim Fixkostenzuschuss 800.000 vielleicht noch ergänzend. Der pauschale Fixkostenzuschuss von 36.000 Euro, wenn Sie den wählen können, kann das sozusagen von jedem Unternehmen selbstständig beantragt werden. Alles andere wird dann vom Steuerberater erfolgen. Ich habe Ihnen ein kleines Rechenbeispiel angefügt, um sich einmal anzuschauen, wie ist der Unterschied Verlustersatz, Fixkostenzuschuss. Ich hoffe, Sie können das gut sehen.
Ich habe hier also einen Installationsbetrieb gewählt, der also einen Umsatzeinbruch von rund 50% erleidet über den gesamten Zeitraum 16.09.2020 bis 30.06.2021. Hat einen Materialaufwand von rund 40% und hat einen Personalaufwand auch etwas abgefedert von 35% durch Kurzarbeit oder andere Maßnahmen und hat also einen fixen Sachaufwand und eine Abschreibung von rund 7.500 Euro pro Monat. Das heißt, es laufen hier jedes Monat Verluste an von 1.250 Euro. Und wir haben noch einen halben September, der dazukommt, sodass wir also einen Verlust von rund 12.000 Euro erwirtschaften. Das heißt, wenn man jetzt in die Variante des Verlustersatzes geht, hat man als Bemessungsgrundlage den Verlust jetzt ganz vereinfacht, ohne Bestandsveränderungen und sonstige Adaptierungen gerechnet, würde dann einen Verlustersatz von 90% erhalten. Das sind rund 11.000 Euro. Demgegenüber jetzt im Vergleich der Fixkostenzuschuss 800.000. Wir gehen davon aus, dass es keine Thematik mit der Höchstbemessungsgrundlage gibt. Und wir gehen davon aus, dass von den Fixkosten, die wir dargestellt haben, eben mit 7.500 Euro monatlich, rund 80% in die förderungsfähigen Fixkosten fallen. Das heißt, wir haben hier also rund 6.000 Euro an Fixkosten, die wir hier ansetzen können, ergibt in Summe 57.000 Euro an Fixkosten. Und nachdem der Umsatzausfall über die gesamte Laufzeit 50% beträgt, würden wir hier also einen Fixkostenzuschuss von 50%, also 28.500 Euro erzielen. Man sieht hier an dem Beispiel, dass man hier natürlich den Fixkostenzuschuss 800.000 wählen würde, kann sich natürlich entsprechend des Umsatzausfalles und Fixkosten, Personalkomponente, wenn ich möglicherweise keine Kurzarbeit beantragen kann, in jede Richtung drehen. Kommen wir zum nächsten Instrument, das wie gesagt ab morgen, 16.02. über FinanzOnline beantragbar sein soll. Wir kommen zum Ausfallsbonus, der eben auch als Kompensation von Umsatzausfällen bis zum Ende der Pandemie monatlich beantragt werden kann. Hier schauen die Rahmenbedingungen so aus, dass der Umsatzausfall im Vergleich wiederum zur Periode 2019 mindestens 40% betragen muss. Und für diesen Umsatzausfall erhält man dann eine Ersatzrate von 30%. Das ist gedeckelt monatlich mit 60.000 Euro. Das Besondere an diesem Ausfallsbonus, das ist so ein Hybridmodell, würde ich sagen, eben zwischen Fixkostenzuschuss und Umsatzersatz, nämlich insofern, als dass die Hälfte dieses Ausfallsbonus, der gewährt wird, als Anrechnung oder als Vorschuss für den Fixkostenzuschuss gewertet wird. Das heißt, wir haben hier also grundsätzlich eine Bindung an den Fixkostenzuschuss, 800.000. Möglicherweise ist das aber auch optional zu sehen. Uns liegen hier noch keine Richtlinien und keine Details vor, sodass man sozusagen darauf hofft, dass eben auch der Ausfallsbonus alleine beantragbar ist. Ja, in bestimmten Fällen, so heißt es auf der Seite des BMF, soll dieser auch rückwirkend für November und Dezember beantragbar sein. Da ist davon auszugehen, dass es für jene Betriebe zutrifft, die also weder den Umsatzersatz der direkt betroffenen Branchen erhalten, noch den Umsatzersatz 2 für die indirekt betroffenen Branchen. Die Antragstellung dazu erfolgt monatlich, eben bis zum Ende der Pandemie in Aussicht gestellt und monatlich jeweils ab dem 16. Für das Vormonat. Gut. Ein Beispiel habe ich Ihnen angefügt aus der Gastronomie. Wir haben leider im Jänner 2021 einen Nullumsatz aufgrund des neuerlichen Lockdowns
im Jänner 2019 einen Umsatz von 50.000 Euro. Das heißt, der Umsatzausfall beträgt hier 100% und die Ersatzrate dann eben 30% von 50.000. Das sind 15.000 und davon entfallen dann eben die eine Hälfte, die 7.500, auf den Ausfallsbonus und die zweite Hälfte dann auf, als Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss 800.000. Das heißt, wenn man das noch weiter verfolgt, das Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass die Fixkosten im Monat Jänner 10.000 Euro betragen, dann habe ich 7.500 schon Vorschuss für den Fixkostenzuschuss 800.000 erhalten und bekomme dann noch 2.500 Euro Fixkostenzuschuss für das Monat. Der Lockdown-Umsatzersatz 2 ist unser nächster Zuschuss, den wir behandeln wollen. Der betrifft jetzt alle indirekt vom Lockdown betroffenen Branchen. Das sind also vor allem die Zulieferbetriebe der Gastronomie, die Veranstaltungszulieferer, die hier also im November und Dezember des vorigen Jahres bislang vom Umsatzersatz ausgeklammert waren, weil ihre Betriebe eben nicht direkt durch Notmaßnahmenverordnung oder Schutzmaßnahmenverordnung geschlossen wurden, sie aber dennoch natürlich an diese direkt betroffenen Branchen angekoppelt sind und ihr Umsatz auch davon in Abhängigkeit steht. Die Rahmenbedingungen sehen vor, dass eben ein Umsatzzusammenhang mit einer direkt betroffenen Branche von mindestens 50% vorliegen muss und der Umsatzeinbruch mindestens 40% betragen muss. Sie sehen, wir haben hier also sehr viele unterschiedliche Prozentsätze, die es hier zu bedenken gilt. Die Betrachtungszeiträume sollen auch geknüpft sein an die direkt betroffenen Branchen, das heißt an die Schließungen. Wir haben hier ja also unterschiedliche Zeiträume. Die Gastronomie ist länger geschlossen als der Handel. Der Handel wurde geschlossen und wieder geöffnet, die es dann hier zu bedenken gilt. Wie gesagt, dieser Umsatzersatz 2 soll auch ab morgen, 16.02. beantragbar sein über Finanz Online. Die Rahmenbedingungen sind noch sehr vage. Es liegen uns zum heutigen Zeitpunkt noch keine konkreten Richtlinien oder Vorgaben vor. Das heißt, das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen, wie die genauen Rahmenbedingungen sein werden. Das soll hier bitte nur ein kurzer Ausblick sein, wie dieser Umsatzersatz 2 zu handhaben sein wird. Beantragbar sein soll er bis zum 30.06.2021. Das heißt, wir haben hier also etwas Zeit, um diesen Antrag zu stellen. Ja, bei der Investitionsprämie gibt es einige Neuerungen hinsichtlich des Zeitraumes. Die Investitionsprämie ist über die AWS, Austria Wirtschaftsservice, zu beantragen. Für bestimmte Güter des Anlagevermögens können hier also 7 beziehungsweise schwerpunktmäßig auch 14% an Investitionsprämie lukriert werden. Getätigte Investitionen im Zeitraum 1.8.2020 bis, und das ist jetzt neu, 31.05.2021 mit der ersten Maßnahme. Es war ursprünglich vorgesehen, dass die erste Maßnahme bis zum 28.02.2021 zu tätigen ist. Erste Maßnahme zur Erläuterung bedeutet Bestellung, Anzahlung, Beauftragung. Das ist sozusagen der erste Schritt, um die Investition zu tätigen. Das wurde jetzt eben um 3 Monate verlängert bis zum 31.05.2021. Die Beantragung, und das ist aber ganz wichtig, hat dennoch bis zum 28.02.2021 zu erfolgen. Die Inbetriebnahme und Bezahlung ist dann bis zum 28.02.2023 erforderlich. Auch hier haben wir eine Erstreckung um ein Jahr von bislang 28.02.2022 eben auf 28.02.2023.
Und für größere Investitionen mit einem Volumen von mehr als 20 Millionen Euro erstreckt sich das dann bis zum 28.02.2025. Wie gesagt, der Förderantrag ist bis zum 28.02. einzubringen. Das heißt, entweder haben Sie schon konkret getätigte Investitionen mit Rechnungen, die Sie hier anführen können, oder Angebote und müssen dann eben bis zum 31. Mai heuer jedenfalls die erste Maßnahme setzen. Mindestbetrag, um die Investitionsprämie beantragen zu können, sind ein Zuschuss von 5.000 Euro, maximal 50 Millionen Euro. Ja, die Investitionsprämie ist also ein steuerfreies Instrument und kürzt also die Anschaffungskosten bei Ihnen im Anlagevermögen nicht. Derzeit ist es so, wenn Sie auf die Homepage der AWS schauen, dass bislang schon Mittel im Ausmaß von 3 Milliarden Euro ausgeschöpft wurden und derzeit eine neuerliche Aufstockung in Aussicht gestellt wird. Hierzu ist eben eine Gesetzesänderung notwendig. Wir gehen aber davon aus, dass dies jedenfalls noch erfolgen wird und die Anträge bis zum 28.02.2021 dann hier volle Berücksichtigung finden. Wen betrifft diese Investitionsprämie? Dem Grunde nach Unternehmer aller Branchen und aller Größen, sprich also vom EPU bis hin zum Großunternehmen, kann also jeder diese Investitionsprämie beantragen. Grundsätzlich eben für Investitionen ins abnutzbare Anlagevermögen mit 7% und dann in gewissen Spezialbereichen. Dazu gehört Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit sind eben auch 14% lukrierbar. Was wird gefördert? Ja, materielle und immaterielle aktivierungspflichtige Neuinvestitionen. Hier sind also auch gebrauchte Wirtschaftsgüter und geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst. Wichtig ist auch, dass dieses Anlagegut, wenn Sie eine Förderung oder einen Zuschuss dafür bekommen, 3 Jahre bei Ihnen im Betrieb verbleiben muss. Was auch ganz interessant ist, man kann diese Förderung mit anderen Förderungen sehr gut kombinieren. Ja, ausgenommen, nachdem wir also einen Ökologisierungsschwerpunkt haben, sind also klimaschädliche Investitionen. Da gehören natürlich insbesondere die Fahrzeuge dazu. Also bei den Fahrzeugen sind wir hier also beschränkt auf Elektrofahrzeuge. Die werden mit 14% gefördert und Hybridfahrzeuge, die werden mit 7% gefördert. Ausgenommen sind weiters Grundstücke, Gebäudeerwerb, außer Sie beziehen dies direkt vom Bauträger. Der Bau und Ausbau von Wohngebäuden, wenn an Private vermietet wird. Also es geht hier immer um den gewerblichen Bereich und nicht um den privaten Wohnbereich. Und dann Unternehmensübernahmen sind ausgeschlossen, Finanzanlagen sind ausgeschlossen und aktivierte Eigenleistungen, um ein paar Beispiele hier zu nennen. Ja, worauf ist zu achten? Der Antrag wird eben über die Homepage der AWS ausschließlich sozusagen auf digitalem Wege gestellt. Es sind hier also alle Investitionen, die Sie tätigen, nach den unterschiedlichen Kategorien einzuordnen, 7% und 14%. Und was ganz wichtig ist, ist, dass Sie mit der Abrechnung nach der letzten Inbetriebnahme oder nach der letzten Bezahlung einer Investition 3 Monate Zeit haben. Das heißt, innerhalb dieser 3-Monats-Frist müssen Sie dann den Antrag abrechnen und abschließen, da ansonsten der Anspruch auf die Investitionsprämie verfallen würde. Was aus der Praxis noch ganz wichtig ist, die Rechnungen müssen so ausgestellt sein, dass Sie eben pro 7%iger Investition oder pro 14%iger Investition immer nur eine Rechnung haben. Das heißt, Sie können nicht eine Rechnung hernehmen, wo Sie beispielsweise Digitalisierungsleistungen haben mit 14% und auf der anderen Seite dann Hardware kaufen für beispielsweise Laptops für Ihre Mitarbeiter, dann würde sich das für die Beantragung ausschließen. Das heißt, immer eine Rechnung für 7%ige und eine Rechnung für 14%ige Investitionen.
Auch darf nichts auf der Rechnung, die Sie einreichen, oben stehen, das nicht gefördert wird. Das heißt, Sie müssten dann diese Rechnungen auch beim Lieferanten separat ausstellen lassen, um hier also keine Probleme zu haben. Auch Sammelrechnungen sind hier also nicht zulässig, wo eben nur Teilbereiche dann herausgenommen werden. Was auch ganz wichtig ist im Bereich der Finanzierung, bei der Investitionsprämie ist man reglementiert, was die Finanzierung anbelangt. Also es gibt die Möglichkeit natürlich immer der Eigenmittel, Mietkauf und Kreditfinanzierung. Leasing ist hier nicht möglich. Sehr gerne können wir Ihnen diesen Überblick auch per E-Mail zukommen lassen. Wir werden das im Nachgang für Sie machen. Abschließend hoffe ich, Ihnen einen möglichst guten Überblick gegeben zu haben über diese wirklich komplexen Regelwerke, die uns hier zur Verfügung stehen, aber durchaus natürlich auch sehr hilfreiche Mittel, um Ihre Liquidität zu sichern. Wenn es noch Fragen gibt, würde ich diese jetzt gerne beantworten aus dem Chat. Was würdest du jetzt sagen, was empfiehlt sich insbesondere jetzt auch, wo der Ausfallsbonus kommt? Wie ist jetzt bei der Beantragung vorzugehen? Speziell 16.02. hast du genannt, ab morgen ist der Ausfallsbonus ja auch zu beantragen. Parallel dazu der Fixkostenzuschuss noch, Umsatzersatz ist auch noch ein Thema. Wie soll hier jetzt in den weiteren Monaten vorgegangen werden? Ja, also Empfehlung ist jedenfalls immer, wenn es möglich ist, aus Liquiditätssicht möglich ist, ein wenig abzuwarten. Gerade beim Fixkostenzuschuss 800.000 oder beim Verlustersatz ist es natürlich sehr schwierig, hier in die Prognoserechnung, in die Planung zu gehen, weil wir nicht wissen, wann wird die Gastronomie wieder aufsperren, wie entwickeln sich die kommenden Monate, jetzt nur ein Beispiel Gastronomie zu bleiben, wie entwickeln sich die Umsätze her? Also es ist relativ schwierig. Zudem ist es so, dass beim Fixkostenzuschuss die erste Tranche mit 80% ausbezahlt wird. Und wenn es da natürlich Abweichungen gibt, haben wir dann möglicherweise die Thematik, dass dann die Zuschüsse wieder rückgeführt werden müssen. Also immer dann, wenn es möglich ist, Liquidität aus Seiten der Liquidität noch abzuwarten, würden wir das tun. Auch beim Ausfallsbonus, das ist ja, glaube ich, ein relativ gutes Instrument, wo wir also schnell auch zur Liquidität kommen können, wenn wir den Umsatzausfall haben, ja, diesen sofort beantragen. Und wir hoffen, dass das ab morgen möglich sein wird. Wir wissen es noch nicht. Ja, also das sind grundlegend die Dinge. Aber eben bei Fixkostenzuschuss und Verlustersatz nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich wirklich im Detail an, was für Sie die bessere Variante ist. Und das kann ich zumeist erst dann tun, wenn wir wirklich Ist-Zahlen vorliegen. Ja, danke für die ausführende Erläuterung. Ich habe jetzt noch eine weitere Frage im Chat, betrifft jetzt schon den Umsatzersatz bzw. den Ausfallsbonus, ob man als Neugründer Februar 2020 und somit ohne Vergleichsumsatz vom Vorjahr Chancen auf den Umsatzersatz für indirekt betroffene Unternehmer hat oder auch nicht. Die Richtlinie ist, glaube ich, am Freitag gekommen, noch nicht? Nein, noch nicht veröffentlicht. Also für den Verlustersatz für einen Gründer, der im Februar gegründet hat, der Umsatzersatz 2, der betrifft ja sozusagen die Monate November und Dezember des letzten Jahres. Also das ist eher schwierig, dafür einen Zuschuss zu lukrieren. Ich nehme an, dass die Gründung davor sein muss, natürlich. Ich glaube, im Einzelfall muss man sich das dann konkret anschauen, um diese Frage zu beantworten. Eine weitere Frage aus dem Chat ist, wie das ist mit den Prognoserechnungen und dem Fixkostenzuschuss. Wenn also quasi auf Basis von Planzahlen der Fixkostenzuschuss 800.000 beantragt werden soll, gibt es hier schon Erfahrungen, wie diese Prognoserechnungen auszusehen haben? Ja, Prognoserechnung wird im Einzelfall angefordert nach Einreichung
des Fixkostenzuschusses. Es ist natürlich wie immer wichtig, dass man eine Dokumentation hat, wie man auf die Planzahlen kommt. Das heißt, ich werde immer eine Form von Preismengengerüst haben müssen und das wirklich möglichst in einem Instrument, das wirklich für die Planung geeignet ist, sprich im einfachsten Fall ein Excel, wo ich mir eben die Umsätze, die prognostizierten anschaue und diese dann den Ist-Daten aus dem Jahr 2019 gegenüberstelle. Also je genauer man hier im Vorfeld schon ist, umso besser natürlich, weil im Falle einer Prüfung, und das kommt vor, muss man diese Dinge dann an die Finanzverwaltung übermitteln und dann möglicherweise auch eben Stellung dazu beziehen. Insofern ist es schon wichtig, dass das auf einem guten Fundament steht und nachvollziehbar ist. Gut, aber grundsätzlich geht ja die Empfehlung dahin, glaube ich, und das hast du auch gesagt, dass der Fixkostenzuschuss auf Basis von Ist-Zahlen im Nachhinein beantragt werden soll und nicht sozusagen auf Planzahlen, weil hier ja auch die Unsicherheit der Rückrechnung eine große ist, sofern das natürlich die Liquidität des Unternehmens zulässt. Ja, mehr Fragen gibt es momentan nicht im Chat. Vielleicht, dass man auch ganz kurz auf den Investitionsbonus, ganz kurz auf die Investitionsprämie eingehen, die ja mit die Beantragung mit 28.02. abläuft. Hier, glaube ich, ist eine wichtige Information von seitens der Klienten, hier möglichst bald die Daten zu übermitteln, weil, wie gesagt, der 28.02. ist eine Fallfrist. Es wurde zwar die Verlängerung dieser ersten Maßnahme hinausgeschoben, aber wir brauchen, beziehungsweise der Klient kann ja selbst beantragen, aber wenn er uns dazu sozusagen beauftragt, brauchen wir bis spätestens, sage ich mal, in den nächsten Tagen die Unterlagen, dass wir die zum Beantragen durchführen können. Genau, also vielleicht ganz kurz zum Ablauf der Beantragung der Investitionsprämie. Der Unternehmer muss die Investitionsprämie selbstständig beantragen, kann aber seinen steuerlichen Vertreter beispielsweise berechtigen, zu unterstützen bei der Beantragung, sprich sich anzuschauen, welche Investitionen sind überhaupt aktivierungswürdig, welche sind förderungswürdig, diese Einteilung vorzunehmen und dann natürlich auch die Daten für die Beantragung, die notwendig sind, zur Verfügung zu stellen. Und da braucht man natürlich eine gewisse Vorlaufzeit und der 28.02. ist wirklich, sind 14 Tagen ist das alles zu beantragen. Also nehmen Sie sich dementsprechend jetzt gleich Zeit, dies zu tun und schauen Sie sich vielleicht an, was habe ich seit 1.8. investiert, was habe ich noch vor, bis 31. Mai sozusagen in Gang zu setzen. Fassen Sie das alles zusammen, weil es ist eben auch so, dass auch kleine Investitionen hier beantragt werden können. In Summe muss ich nur ein Volumen von 5.000 Euro sozusagen zusammenbringen, Investitionsvolumen von 5.000 Euro, um dann eben davon 7% oder 14% lukrieren zu können. Danke. Ich habe jetzt noch eine Frage hereinbekommen zu den indirekt betroffenen Unternehmen. Da gibt es ja leider noch nicht allzu viel Information. Dennoch darf ich die Frage vorlesen. Der Betrieb ist ein geografisches Gewerbe. Kunden sind die Gastronomie, der Handel, wo keine Events, keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Ist hier ein Umsatzersatz möglich? Mhm. Ja, also grundsätzlich, wenn man eben diese 50-prozentige Anknüpfung, Umsatzanknüpfung an die direkt betroffenen Branchen hat, sei es jetzt Gastronomie, Handel, Veranstaltungsbranche und der Umsatzausfall mindestens 40% beträgt, dann ist man hier laut dieser vorläufigen Richtlinie, die uns vorliegt, jedenfalls berechtigt, diesen Umsatzersatz 2 zu stellen. Für all jene, wo sich das eben nicht ausgeht, soll es dann ja im Zuge des Ausfallsbonus noch die Möglichkeit geben, das für November und Dezember zu beantragen. Das heißt, ich würde das so interpretieren, dass der Gesetzgeber hier wirklich versucht, sozusagen alle, die im November und im Dezember von der Pandemie betroffen sind, zu bedienen. Gut, nachdem keine weiteren Fragen hereinkommen über den Chat, darf ich mich recht herzlich bei dir bedanken für den tollen Vortrag. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie zugehört haben.
und freue mich auf die nächste Veranstaltung, die am 15. März 2021 wieder am Montag um 16 Uhr stattfinden wird. Über das Thema werden wir Sie noch informieren über unseren Newsletter, den Sie, wenn Sie wollen, natürlich abonnieren können und unsere laufenden Fachinformationen zu bekommen. Damit darf ich dir das Abschlusswort übertragen und darf mich einmal verabschieden. Ja, ich freue mich über Ihre Teilnahme. Wir werden Ihnen selbstverständlich die Unterlagen des heutigen Vortrages zur Verfügung stellen und ich freue mich, wenn wir uns am 15.03. beim nächsten Webinar, so viel darf ich vorwegnehmen, es wird um Online-Shops und die steuerliche Behandlung einerseits und andererseits um die technischen Möglichkeiten, die man hat, um hier also möglichst viel zu automatisieren, vorstellen. Alles Gute bis dahin.